Hallöchen, meine Käsekätzchen, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Heartgold. Und zwar in der letzten Folge haben wir Arenaleiter Pyro besiegt. Wie ihr seht, sind wir gerade nochmal auf der Zenova-Insel. Denn hier schleicht nämlich der achte und so auch der letzte Arenaleiter, nämlich Blau hier. Und dann wollen wir mal gucken, was er jetzt sagt. Hör mal. Wenn du es ernst meinst und du echt gegen mich kämpfen willst, dann komm in die Arena von Vertania City. Ich gehe schon mal vor und warte dort auf dich. Also hör mal, so. Wir werden... Doch, ich wollte jetzt Schutz aktivieren. Halt! Wir werden jetzt aber noch nicht Blau bezwingen, sondern ich wollte mir mal die Seeschauminseln anschauen. Ach, der Schutz wirkt noch, okay. Weil bevor wir zum großen Finale können wir ja noch nicht sagen. Das größte Finale wäre Rot und das weiß ich nicht, ob ich das machen werde. Aber wir gucken uns hier erstmal wieder um. Jetzt wirkt Schutz nicht mehr. Hier habe ich alle doch schon besiegt. Noch nicht mal die Musik hat mehr Bock. So. Hier geht's jetzt zur Arena und wir gehen jetzt hier runter. Stärke haben wir ja, das ist nicht das Problem. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Kratzler. Ein Eisheiler. Mhm. Also wir können jetzt da runter und dann geht's hier noch lang. Wir haben hier zig verschiedene Wege. Ein Wasserstein. Achso, hier kommen wir wieder. So. Stand da jetzt irgendjemand oder habe ich jetzt mich verschaut? Nee, hier waren wir ja schon gerade. Gehen wir mal jetzt mal hier runter. Ich habe mich doch nicht verguckt. Da ist schon wieder diese Rutschrätsel hier. Der beste Schutz gegen Kälte sind warme Kleidung und ein heißes Getränk. Oh, wie schön. Oh, ein Protogel. Flammenwurf. Jetzt machen wir ein Brathähnchen draus. Das ist sowieso viel zu kalt. Zack, weg ist es. Auf, ich bin am Limit. Ich auch. Ich immer. Hey, du da! Platz da! Aus dem Weg! Ich will durch! Mir kannst du Stachler einsetzen, wie lustig bist. Donnerblitz. Außer er schützt sich selbst. Ach komm, jetzt höre auf. Warum sitzt er nur Stachler ein? Jugon. Ja, gut, so können wir ja weiter kämpfen. Kriegt mal Wolli ein bisschen Screentime. Hat in letzter Zeit nicht so viel bekommen. So. Tschüss, Jugon. Das hat gesessen. Naja, ich hoffe mal. Gibt's hier was Interessantes außer Gegner? Aber doch, ich muss mich mit dem Dulli hier hinstellen und dann kann ich darüber. Was treibt dich so weit nach draußen? Das frage ich mich bei dir gerade auch. Ich glaube, ich setze mal Wolli mal vorne hin, weil viele Wasser-Pokémon sind. Sehen wir? Ja, das sieht schon ordentlich ab. Lapras. Naja, dann machen wir nochmal Donnerblitz. Das ist ein kleines Training noch, bevor wir Blau herausfordern. Wie langsam sich der Balken nähert. Das ist auch so lange schwierig hier. Ja, würde ich mich auch mal fragen, was du hier treibst. So, warte mal. Jetzt geht's wieder ja los mit den Schiebereien. Ah, halt, warte, ich hab's falsch gemacht. So, jetzt müsste er schon draus werden. Wenn wir jetzt hier hinten hinfallen. Ha! Genius! Ein Hyperball. Wie wär's denn damit, wenn ich auch endlich mal Wolli mal, wie ich eben gesagt habe, mal doch mal als erstes hinsetze? Natürlich wirkt Schutz nicht mehr, wenn ich ins Wasser steige. Aber ohne Schutz würdest du ja eine Krise kriegen. Gucken wir mal hier. Ah, okay. Hast du gefreut? Oh ja, ich habe das Rätsel gelöst. Nein, ich will nicht wieder runter. Ach. Wie geht's hier hin? Ach, hier geht's nur zu dem Item. Eisstrahl. Gut, okay. Hier findet man Eisstrahl. Wie kann das sein, dass der hier unten Empfang hat? So, gucken wir mal weiter. Nein, ich wollte eigentlich das Eisgläschen haben. Geht nicht. So. Jetzt sind wir hier. Weiß zwar nicht, was uns das bringt, aber wir gucken uns mal ein bisschen um hier. Ah, jetzt weiß ich, was uns das bringt. Gut, jetzt weiß ich, was es uns bringt. Damit kommt man zu Arktos. Ah, ha! Wo ist denn hier lang? Gucken wir mal hier. Wie viele Bälle habe ich denn überhaupt? Ich glaube, ich habe nicht so viele, dass ich sagen kann, ich kann mir Arktos fangen. Eiserball, ein Hyperball. Wir können es probieren, wenn wir schon einmal da sind, aber ich glaube, das bringt uns nichts. Hallo Arktos, wie geht's, wie steht's? Speichern wir mal? Speichern ist immer... So, wir benutzen erstmal Hotdog. Bei Hotdog kann vergiften, das machen wir. Und ja, Arkani kann vergiften. Noch nicht mal ein Legendary Sound, was ist das denn? Irgendwie kann es als Zwinger ausführen. Was war das? Eisflug, ne? So. Jetzt muss ich gucken, was die alle können. Ja, Billy wäre angebracht. Der hat jetzt noch eine schwache Attacke. Ach, der macht Reflektor, okay. Ist ja nicht schlimm, wenn er Reflektor macht. Wenn wir jetzt bei Gelb sind. Oh, das kann Antik-Kraft. So. Das wird jetzt sehr knapp. Wir sind doch in einer Höhle, ne? Ich wusste, dass das... Tschüss, Arktos! Ich hätte vielleicht doch eine andere Strategie einsetzen sollen. So, jetzt sind wir in Vertania City und jetzt werden wir endlich mal Gary mal ausfordern. Jo, alles gut. Ich mache aber mal Dings. Giraffe. Oder machen wir Rührei als erstes? Nein, nehmen wir Rührei als erstes. So. Wo waren jetzt hier nochmal die Scheißarena? Hier. Hallo. Dann wollen wir mal. Hallo. Ja, ja. Okay, wo geht's denn hier lang? Ich liebe diese ekelhaften Rätsel. Ich konzentriere mich jetzt gerade ein bisschen, wo es lang geht. Mhm. Ah, okay. Ich hätte es fast geschafft. Haben die dann unterschiedliche Pokémon oder? Wir werden es sehen. Mogelbaum. Doch, da haben doch unterschiedliche. Ach komm, wir nehmen mal Salat rein. Jetzt ist der finale Arena-Leiterkampf. So. Wettbewerb Robustheit. Mensch. Oh, Heiner, Heiner, Rainer, huhu. Schön für dich. So. Jetzt muss ich, wie war denn das hier? Okay. Nein, das war falsch. Jetzt gehe ich wieder ganz zurück. Aber ich hab's gleich wieder. Nee, jetzt werde ich langsam dämlich. Hm. So. Dann komme ich wieder zurück. Ich hasse diese blöden Arena-Leiter-Rätsel hier. Diese, ich schwing überall in der Gegend umher. Hat es doch eben schon gehabt. So. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ein Doppelkampf! Wie schön! Naja, gut. Ja, die haben wirklich unterschiedliche. Oh, Porygon 2 hat aber einen süßen Sprite, aber gleich ist er auch ein toter Sprite. Was sind wir bei dir? ist eigentlich völlig irre. Putz! So. Weil das ein Kerl ist. Oh, da muss ich aufpassen. Ah, das wird es nicht überleben. Weg damit, ist ja noch keine Fee. Moni und Olli. Mhm. Mal ganz kurz zurück. Okay. Ah, Alter. So, dann müssen wir jetzt da hinten hinrennen. Und dann kommen wir zu Blau. So. Speichern wir mal. Der letzte Orden. Mal sehen, was uns erwartet. Bei dem schon sehr geschnittenen Video hier. Hey, da bist du ja. Auf der Zenova-Insel hatte ich ein bisschen Bammel. Aber inzwischen habe ich extrem Lust darauf gekriegt, gegen dich zu kämpfen. Du hast also alle Arena dein Jod zu Kleinholz verarbeitet, was? Da müssen das ja alles ziemliche Jammerlappen sein. Aber warten wir es mal ab. Wenn wir gegeneinander kämpfen, werde ich schon sehen, ob du was drauf hast oder nur ein Schaumschläger bist. Du warst damit der Champ von Kanto, also gehe ich mal davon aus, dass du mal ein würdiger Gegner bist. Wir machen erstmal ein Lichtschild. Und er macht Bizarro-Raum. Ist mir ja egal. Er kann jetzt so viel Chinese einsetzen wie am Lichtschild. Wenn wir jetzt ganz schlau sind, hätten wir Wolli eingesetzt. Und Wolli ist ja eigentlich immer unser langsamstes Teammitglied. Jetzt könnte es sein, sogar dass es schneller wie Kokowai ist. Ja. Der will immer zur Hypnose einsetzen. Gibt keine Hypnose für dich. Vergiss es. Er wird wieder... Ja, sag ich doch. Rizeros kommt jetzt so. Ist ja cool, dass der das zurückruft. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber was du kannst, kann ich schon lange den Saft sagen. Wir nehmen Billy. Ah, okay, gut, dass wir Billy genommen haben. Surfer. Ah, das könnte knapp werden, aber er schafft's. Okay. Billy, auf dich ist Verlass. Jetzt setzt du wieder Kokowai ein. Ja, Flammenwurf. Tschüss, Kokowai. Was schön mit dir. Zack. Garados. Ja, da haben wir ja doch schon was Schönes parat. Gut, das interessiert mich nicht. Donnerblitz! Gut, ich wusste, dass Garados wieder schneller ist wie unser Wolli. Aber dafür geht Statik nicht an Garados vorbei und ab dafür, los! Oh, das tut dem Garados sehr weh. Vierfachschwäche. Autschi, autschi! Macho mal! Grafik! Jetzt bist du dran. Ich könnte auch dir ein bisschen zwar wehtun, weil du auch normal bist, aber... Guck mal. Das kannst du vergessen. Er wird bestimmt auch Steinkante haben. Das würde mich jetzt nicht... Gott, er macht Top-Genesung, das war mir klar. Nochmal. Ich habe ja zwei Viecher, die Psychogenese können. Togekiss ist schwächer wie die Girafarik? Hätte ich jetzt nicht. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. So, machen wir jetzt auch weg. Arkani. Billy. Dein Auftritt. Mal wieder. Ich habe auch einen Arkani. Aber das hast du ja schon gesehen. So. Ich habe eigentlich gedacht, Flammenblitz zieht mehr ab, aber... Aquana ist einfach ein Tank. So. Taubos! Pokémon wegsehen. Kann man hier eigentlich auch die Kanto Top 4 eigentlich herausfordern? Weiß ich gar nicht. Hey, wenn du jetzt bist du Geschichte. Was nehmen wir? Juwelenkraft oder Donnerblitz? Haut beides rein. Rückkehr. Gut, das könnte richtig verwirren. Das natürlich aber hier auch. Uiuiuiui. Oh ja. Voll durchgesweet bei Blau. So also kämpft der beste Trainer aus Johto. Wie ist das möglich? Wie konnte ich nur gegen jemanden wie dich verlieren? Aber damit muss ich mich wohl abfinden. Ja, das hast du dir verdient. Das ist der Erdohren. Okay. Hättest du nicht Bodenviecher haben? Mit diesen Orden kannst du nun auch die Attacke Kraxler einsetzen. Ganz als ob das nicht genug wäre. Hier ist noch etwas für dich. Darin ist Bizarro-Raum enthalten. Mit dieser Attacke kann über eine kurze Dauer das Pokémon mit der niedrigsten Initiative zuerst angreifen. Eine bizarre Attacke, was? Der Name sagt alles. Also, da haben wir es geschafft. Wir haben alle 8 Arena errungen. Jetzt hier im Postgame. Jetzt müssen wir gucken, was machen wir jetzt noch? Oh, Professor Eich sagt jetzt was noch? Okay. Hallo, ich bin's, Professor Eich. Nein, du brauchst gar nichts zu sagen. Ich weiß am besten, wie viel du geleistet hast. Deshalb habe ich dir ein Geschenk machen wollen, aber leider habe ich hier völlig vergessen, es dir zu geben. Aber keine Sorge, du wirst es immer noch gut brauchen können. Komm es dir doch bitte abholen. Du findest mich in meinem Labor. Okay. Na, dann gehen wir mal noch schnell ins Labor und dann beenden wir den, gehe ich mal davon aus, vorletzten Part. Ach, ich habe keine Ahnung, was jetzt noch auf uns zukommt. Ich will jetzt nicht so laut sagen. Weil wir können ja noch den Mondberg erkunden, wir müssen Hoho noch fangen und... Uff. Was war noch das dritte? Den Silberberg um Rot, Rot könnten wir noch besiegen, aber ich glaube, das wird mit unserem Team nichts. Also können wir das erstmal weglassen. Außer ihr wollt es unbedingt. Die müsste ich eigentlich alle besiegt haben. Außer ich bin sie alle umgangen, aber eigentlich dürfte es nicht sein. So. So, Professor Eich, was hast du denn? Oh, da bist du ja. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, nimm. Daran ist Kraxel enthalten. Wenn du diese Attacke einem Pokémon beibringst, kannst du damit all jene Felswände erklimmen, in die Trittmulden eingekerbt wurden. Damit wirst du bestimmt die ein oder andere unerwartete Entdeckung machen. Nanu, diese Orden, ist das denn die Möglichkeit? Soll das heißen, du hast dir alle Orden der Arenaleiter von Kanto erkämpft? Als ob es nicht schon genug wäre, dass du der Champ von Johto bist. Ja, ich lag mit meinem ersten Eindruck von dir wirklich goldrichtig. In Ordnung, Lori. Ich werde dafür sorgen, dass man dir Zutritt zum Silberberg gewährt. Der Silberberg ist ein großes Massiv, wo allerhand wilde Pokémon gibt. Gewöhnliche Trainer dürfen da nicht hin, weil es zu gefährlich ist. Aber bei dir sehe ich da kein Problem, Lori. Schau mal beim Eingangsportal der Pokémon-Liga vorbei. Von dort aus solltest du jetzt zum Silberberg gelangen. Ja, und den Silberberg machen wir, weiß ich nicht, ob wir den überhaupt machen. Wir werden uns aber dann in der nächsten Folge uns erstmal den Mondberg noch angucken, was da noch so abgeht. Denn sonst hätten wir eigentlich fast alles. Außer den Mondberg. Die Seeschauminsel, die habe ich geschnitten. Ja. Sonst hätten wir dann alles. Also gehe ich davon aus, dass das nächste Folge die letzte Folge wird. Gut, dann wird das wohl die letzte Folge werden. Dann sag ich erstmal Schau und Miau und bis zur nächsten Folge von Pokémon Heartgold. Ciao, ciao.